Hallöchen, ich habe ein neues Paket bekommen. Da freue ich mich auch immer, wenn ich eins bekomme. Es ist ein Linsenpaket von Colored Contacts. Hier zu sehen ist ein Linsenreinigungsdings, so Reinigungssalzwasser. Und die Linsen sind gut verpackt in so Luftpolsterchen, die ich auch gern kaputt mache. Und hier zu sehen sind Feuerlinsen, die ein Jahr haltbar sind. Und ebenfalls dazu gibt es Lenscases. Zwei davon, weil ich noch andere Linsen habe und testen durfte. Und zwar blaue Linsen, welche ich für Elsa benutzen werde, die allerdings nur 30 Tage haltbar sind. Yeah, dann schauen wir mal. So, ich möchte euch gerne mal zeigen, wie man die Linsen öffnet, denn sie sind gut verpackt. Ich habe mir schwer getan, denn das ist irgend so ein Metalldings, was ich wirklich nicht aufbekommen habe. Und ich hatte wirklich Probleme dabei. Ja, man muss da ziehen. Aber ob es mir gelungen ist, ist die andere Frage. Super. Das Teil ist abgebrochen, ist dadurch nicht ganz aufgegangen. Rest in peace, meine Nägel, muss ich dabei sagen. Und mein Nagellack sieht ja echt komisch aus. Was soll denn das eigentlich? Ja, ich habe mir echt schwer getan, dieses scheiß Teil aufzubekommen. Mittlerweile habe ich es geschafft. Und ja, ich fühle mich cool. Ich zeige dann auch gleich, wie das dann ausschaut an meinem Auge. Hier nochmal zu sehen, welche Linsen es waren. Die Linsengröße. Die Linsen sind aus UK. Und hier nochmal die Elsa-Linsen. Und nochmal alles zusammen, was im Paket drin war. Das ist an meinem Auge. Mit Blitz. Ohne Blitz etwas verwackelt. Dann nochmal ich. Full Face. Nochmal ich. Dann habe ich mal zur Seite geschaut, um zu sehen, wie es ausschaut. Und dann nochmal eine Aufnahme. Nochmal ohne Blitz. Und nochmal zur Seite. Ja, und hier nur die Hell's Flame. Da ich nur die Feuerlinsen anziehen wollte, weil sie ja ein Jahr haltbar sind, und nicht die Elsa-Linsen, weil ich sie für mein späteres Elsa-Cosplay bräuchte, weil die echt cool sind, möchte ich die euch gerne mal anders zeigen, aber ich möchte euch allgemein zeigen, dass ich sie habe. Sie werde ich euch irgendwann mal zeigen, nochmal durch bei Bilder, bei Shootings, denn sie decken, denke ich mal und hoffe ich mal, sehr gut. So wie die Feuerlinsen, ich finde sie eigentlich echt cool. Und das ist jetzt mein Fazit dazu. Den Shop, den poste ich auch mal in den Links unten. Und würde mich echt freuen, wenn ihr einfach mal vorbeischaut, denn der Shop ist auch auf Deutsch. Liefert zwar aus UK und ich denke aber, das ist für jeden in Ordnung. Das war auch schnell da und ja, also ich empfehle es und ciao, ciao.